Heute geht es in der Tat um eine düstere Moritat. Die Moritat vom Groschengrab, welch Riss auf ne Seele narb. Mich nennt man den Bänkelsänger, denn ich vertell euch die Geschicht ganz ohne Hänger. Seht ihr dort die zwei Münzelein? Gern steckt man sie sich geschwinde ein. Der Dieb in einem schnell geweckt, die Groschen in die Tasche gesteckt. Doch woher kommt nun denn das Geld? Das, was verdirbt Charakter und Welt. Oft hat man's zu spät mitbekommen, hat man es den Toten abgenommen. Doch die Toten bestehlen ist eine Sünd, ob früher oder später stünd. So lauschet meiner Moritat, die kürzlich stattgefunden hat. Herr Müller, den ihr hier nun seht, ein Hungerleider, wie er im Buche steht, lebt in den Tage ein und aus und geht erst spät zur Nacht nach Haus, oft sehr spät nach Mitternacht, wo kein Christenmensch mehr wacht. Fürs Geld holt man sich Brot und Raps, Herr Müller jedoch nur Bier und Schnaps. Eines Abends kommt er am Friedhof vorbei und denkt sich, die Toten sind mir eigentlich einerlei. Doch mein Freund nun erst vor kurzem verschied und ich hat nicht die Zeit für einen Abschied. Zur Beerdigung schafft ich es nicht, denn das Stempeln war meine Pflicht. So hole ich dies jetzt halt nach, denn schließlich bin ich ja noch wach. So faltete er kurz inständig die Hände und ging danach aufs geweihte Gelände. Und als er so suchte nach seines Freundes Grab, fielen seine Augen fast herab. Wie konnte denn nun dieses sein? Da lagen zwei Groschen auf eines Grabes Stein. Herr Müller immer näher schlich und dachte sündhaft so bei sich. Die Groschen für die Toten als Zeichen der Ehre? Den Hinterbliebenen werd ich nun zahlen ne Lehre. Tote können mit dem Geld nichts mehr machen, aber ich könnt mir davon befeuchten den Rachen. Ein starker Schnaps, ein kühles Bier, ja, so nehm ich die Münzen nun zu mir. Doch kaum hatte er die Münzen aufgehoben, hatten sich vor Zorn die Toten erhoben. Sie gaben Herrn Müller einen riesen Schreck, und als er hingefallen wieder aufstand, rannte er nur weg. Die Groschen weiterhin in seiner Tasche. Dies war ne richt'ge Diebesmasche. Doch die Toten ließen ihn nicht mehr allein und hangen sich rächend an sein Bein.
Der Weg nach Hause, der war lang. Und Herrn Müller wurde es sehr bang. Später ist er angekommen in seinem sicheren Heim. Doch hegt er langsam Zweifel, dass er könnt dort sicher sein. Alles bloß Übermüdung, denkt er sich so insgeheim. Es gibt kein Spuk, kein Pech, kein Trug. Alles ist hier fein. Die Groschen leg ich nun beiseit und geb sie morgen aus. Nun leg ich mich ins Bettelein und ruh mich tüchtig aus. So legt sich nun Herr Müller hin und hofft so insgeheim. Ich hoff, gleich fliegen Schmetterlinge in meinem Träumelein. Kurz darauf ist er eingenickt und träumt, was grad passiert. Ein Albtraum wird ihm zugeschickt, grausam und ungeniert. Die Toten wollen ihn nun holen in ihr kaltes Grab. Als Straf, da er die Groschen gestohlen, soll's gehen für ihn hinab. Ein weiterer Geist schwebt nun herein und wünscht ihm einen Fluch und wandelt sich schnellst 1, 2, 3 in ein Leichentuch. Sie ziehen an ihm mal hin, mal her und sind ihm spinnefeind. Sie kennen keine Rücksicht mehr, selbst wenn er hätte geweint. Doch plötzlich wird Herr Müller wach und fort sind die Gestalten. Bereuend schaut er zu dem Geld, er will's nicht mehr behalten. Was war ich dumm, was war ich falsch, was hab ich bloß gemacht? Ich bring der Toten Geld zurück, noch jetzt in dieser Nacht. So nimmt Herr Müller schnell das Geld und eilt zur Tür hinaus. Er will nen Streit mit Toten nicht und lässt zurück sein Haus. Den Friedhof erreichte er sehr erschöpft und fühlte sich, als wäre er geköpft. Er fühlte sich beobachtet und nicht sicher und meinte, aus den Gräbern käme Gekicher. Er eilte auf den Friedhof drauf und um ihn rum bös Geflüster. Er schaute sich ängstlich oftmals um. Die Atmosphäre wurde düster. Der Mond am Himmel, voll in Pracht, ließ hell erstrahlen diese Nacht. Schnell legte Müller das Geld zurück. Der Spuk war nun vorbei. Nie spürte er ein größeres Glück. Nie fühlte er sich so frei.
Ab dieser Nacht, man glaubt es kaum, ehrte er die Toten. Und war es vielleicht doch nur ein Traum? So schickten ihn himmlische Boten. Und die Moral von dem Gedicht? Die Toten, die bestiehlt man nicht. Nun schlaft gut ein und gebt fein Acht. Ich wünsch euch eine gute Nacht.